내리형. Glück für Becker in dieser Situation, dass Sampras mit der Rückhand nicht passieren kann. Das wäre Satzball für den Amerikaner gewesen. Muss er tief runter, um an diesen Volley noch heranzukommen. Nun aber Spielball Becker, Spielball zum 6-Beide. Doppelfehler zuvor, nun das 7. Ass. Erneut satte 192 km/h schnell. Geduld. Er lamentiert nicht, bleibt ruhig, reklamiert nicht, besinnt sich auf sein Spiel und hat Erfolg. 6-Beide. Und nun muss der Tiebreak über den Gewinn des ersten Satzes entscheiden. Gespielt exakt 45 Minuten hier in Indianapolis, der 7-Millionen-Stadt. Bundesstaat Indiana, gut 3 Autostunden südwestlich von Chicago. Ein Blick auf die Tiebreak-Rekorde. Zahlenspielerei, aber sonst nicht so aussagekräftig. Kann er wieder tief durchatmen, der Boris Becker. Er blieb die Rückhand von Sampras förmlich an der Netzkante kleben. Aber das zeigt auch, wo die Schwächen des Amerikaners heute liegen. Nicht umsonst umläuft er seine Rückhand, versucht möglichst alles mit der Vorhand zu spielen. Von Becker gut und richtig erkannt, über die Rückhandseite anzugreifen. Two, one,
schlechter Return von Becker und trotzdem Sampras blitzschnell am Netz mit zwei, drei langen Schritten. Und er macht nahezu keinen Fehler beim Flugball. Kurz geblockt hier der Return von Becker, aber Sampras reagiert da sehr schnell, sehr gut. Für den Deutschen. Der schaute schon drüber. Aber nun die Möglichkeit für Boris. 3-2 für ihn und zwei Aufschläge für den Finalisten hier vom vergangenen Jahr. Thank you. 4-2 Führung für Becker und ein Pete Sampras, der sehr nachdenklich wirkt, wahrscheinlich mit dem Glück hadern dürfte nach diesem Netzball, der nicht auf die Seite Beckers hinunterging. Vielleicht haben Sie eben den Zuschauer verstanden, der Pete Sampras anfeuerte und rief: Nimm Revanche für Jimmy. Gemeint Jimmy Connors, der gestern gegen Becker verlor, chancenlos war gegen einen Boris Becker, der wie gesagt nicht mehr tat als nötig, um zu gewinnen, also auch keine Kraft vergeudete. 4-2 Becker, Aufschlag Becker. 5-2, Satzbälle Boris Becker. 6-2 im Tiebreak des ersten Satzes gespielt. Sie sahen es kurz zuvor. 50, jetzt 51 Minuten. Mit 1-0 in Führung, gewinnt diesen Tiebreak mit 7-3. Ja, soll man sagen, ein Quäntchen mehr Glück für den Deutschen oder vielleicht doch besser ausgedrückt, ein bisschen mehr Konzentration hat da Boris Becker auf die Siegerstraße gebracht, zumindest was diesen Gewinn des ersten Satzes angeht.